dann haben wir im Endeffekt nach ein, zwei Wochen auch mal wieder miteinander geschlafen, sind im Bett gelandet. Und dabei ist es dann mehr oder weniger passiert, dass sie mir beim Oralverkehr ein Stück meiner Eichel abgebissen hat. Oh. Ja. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Ja. Es war im Endeffekt so, dass sie, ja, wie gesagt, beim Blasen dann halt mit den Zähnen draufgebissen hat und ja, ich bin dann sofort. Ja. Ein Stück der Eichel, das heißt doch, du musst doch blutüberströmt gewesen sein. Das Blut hat wirklich gespritzt, wie, ich sag mal, wie in einem schlechten Film. Und ich habe dann sofort die Hand da drauf gehalten, bin auf die Toilette gerannt, habe da Toilettenpapier drauf gemacht, bin ins Krankenhaus in die Notaufnahme gefahren und wurde dort dann von den Ärzten mit 3 Stichen an der Eichel genäht. Hat die wirklich ein Stück rausgebissen? Nein, nicht rausgebissen. Aber reingebissen? Reingebissen, dass man das mehr oder weniger umklappen konnte. Oh. Ja, ja. Boah, ja. Was ist denn das für eine Dreckschlampe? Ja, also wie gesagt... Bah, wie kann man denn das machen? Das ist ja unfassbar.